Herzlich willkommen bei Amors Botschaft. Heute mal wieder eine öffentliche Amors Botschaft. Haben wir sonst jetzt immer hier im Soulmate-Bereich gehabt, die letzten zumindest, ja. So, und auch hier nochmal der Blick auf die Energiewerkzeuge, die auch wichtig sind, wenn jetzt diese Schwentax-Brücke ansteht. Unterstützen euch natürlich die Energiepyramiden wie Erzengel Kamuel gerade in Sachen Liebe, die High-Frequency-Pyramide, damit du nicht in die negative Geschichte hinunterfällst. Das ist ein bisschen kleiner, ist aber auch ein bisschen günstiger dadurch. Dann haben wir die Lichtfrequenz Erzengel Raphael, Erzengel Gabriel, Raphael zur Heilung, Gabriel zur Lösung von Knoten, wird am Sonntag sehr wichtig sein. Und die Masterpyramide, die alle Engellichtfrequenzen drin hat, also die sozusagen universell auf deine Themen wirkt. Gibt es noch an diesem Wochenende mit 30%. So, und jetzt schauen wir uns Amors Botschaft einmal an. Das ist eine gechannelte Botschaft. Ich versuche mir alle Energiefelder von euch aufzuziehen dafür. Und lege natürlich auch Karten dazu und möchte euch dann die Botschaft durchgeben. Ich weiß, da gibt es einige Fans drunter für Amors Botschaft, ist im Moment allerdings nicht buchbar. Ich bin auch erst wieder Dienstag erreichbar, was bedeutet, dass auch alle WhatsApp-Fragen, die jetzt auch übers Wochenende eintrudeln, erst am Dienstag beantwortet werden von mir. Also da ein bisschen Geduld. Ich bin Montag. Gönne ich mir mal einen Spaßtag, nachdem ich jetzt 15 Monate nicht in Urlaub gewesen bin und auch wirklich gerade auch zu Beginn der Pandemie wirklich sehr, sehr, sehr mit sehr vielen Lives hier für euch online war, wirklich auch durchgeklotzt habe, habe ich mir jetzt mal Samstag, Sonntag und also Sonntag arbeite ich ja in der Zeremonie, aber den Montag mal einen Tag rausgenommen, ein bisschen einen Spaßtag mal habe, um dann wieder ganz freudig für euch da zu sein. Herzheilung. Also, mein Herz darf sich allem öffnen und heilen. Erzengel Raphael, Erzengel Kamuel, passend zu dieser Karte hier dazu. Das ist doch schon mal ungemein schön. Für das Channeling nehme ich die Mystery Cards. Das sind meine Karten, die es auch nur bei mir gibt. Auch da wird es jetzt endlich Seminare mitgeben, denn diese Karten kann man nur mit dem Seminar erwerben, meine Lieben. Na also, was ist denn jetzt hier mit Mischen los? So, ich konzentriere mich auf euch, auf unsere Gemeinschaft, auf unsere Community hier auf meinem Kanal. Übrigens danke für jedes Like, Kommentar und auch für die Abos. Vielen herzlichen Dank. Es ist die Nachricht von deiner Dualseele, von deinem Gegenüber, von deinem Seelenpartner. Ich ziehe mir jetzt die Energiefelder auf und channele euch die Botschaft durch. Ich bin in Liebe bei dir. Es wird mir klar, dass unser Weg schon viel zu lange ergebnislos ist. Deshalb werde ich jetzt überlegt, aber sicher zu Entscheidungen kommen. In meinem Leben bist du die einzige Person, die immer für mich da ist, auf die ich mich zu 100% verlassen kann. Auch in jeder dunklen Stunde bist du das Licht, was für mich leuchtet. Und ich möchte mit dir einen Neuanfang haben. Wir haben noch etwas zu klären und ich habe immer auch materielle Dinge oder Dinge im Außen vorgeschoben, nicht mit dir zusammen zu sein. Davon wende ich mich ab und komme auf dich zu und möchte neu und fest mit dir beginnen.
Das fand ich war eine sehr schöne Botschaft, die dadurch kam. Also ich hoffe, dass du damit in Resonanz gehen kannst. Und die Flutwelle, der Weckruf, also er ist jetzt geweckt, er ist jetzt wirklich am Aufwachen. Und es gab vielleicht eine Situation bei ihm, die ihn jetzt wieder ganz nah zu dir bringt. Habt ein energiereiches und glückliches Wochenende, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Dein Malkiel. Ciao.